Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Geheime Gefühle von Annabel Sali. Ich hatte lange auf diesen Moment gewartet. Nächte voller Sehnsucht, glitzernde Tränen des Vermissens. Jetzt stand sie einfach da, mit wehendem Haar. Vor ihr das Meer, ihr Blick zum Horizont. Ein letztes Mal sog ich tief die salzige Meeresluft ein, dann trat ich über den Strand auf sie zu. Der warme weiße Sand kitzelte meine Fußsohlen. Ich rief ihren Namen, zuerst leise, dann lauter. Schließlich drehte sie sich zu mir herum. Ihr Lächeln war heller als die Sonne, die auf uns herabschien. Einen Augenblick standen wir einfach nur so da. Ihre bernsteinfarbenen Augen schienen zu leuchten. Der Wind zerzauste ihr lockiges Haar, das die Farbe von Vollmilchschokolade hatte. Ich musste ebenfalls lächeln, vielleicht schmeckten ihre Lippen ja ebenso süß. »Hallo«, hauchte sie. »Hi«, flüsterte ich, »schön, dass du da bist.« Meine Stimme war kaum lauter als das Murmeln des Windes. Sie nickte, strich sich mit zwei Fingern eine verirrte Strähne aus ihrem wundervollen Gesicht. Zögerlich reichte ich ihr meine Hand. »Kommst du mit?« Ihre Haut war so weich, so wundervoll weich. Wir schritten dahin, begleitet vom Rauschen des Meeres. Keiner von uns sagte ein Wort. Hin und wieder warfen wir uns Blicke zu. Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutete ich auf einen Strandkorb. »Komm!« Ich zog sie hinter mir her und warf mich auf das weiche Polster. Sie ließ sich auf dem Platz neben mir nieder und zog die Beine heran. Glatte, erstaunlich lange Beine. Mir entfuhr ein leises Seufzen. »Das Meer ist wunderschön«, raunte sie und schaute verträumt in die Ferne. Auf dem Wasser tanzten kleine Schaumkronen. »Und hier lebst du?« »Hier lebe ich.« Ich sah zu ihr herüber, beobachtete sie, wie sie ihre Haare zu einem Zopf zusammenfasste, war ergriffen von ihrer unglaublichen Schönheit. Die Haut so hell wie Porzellan, eine leicht gebogene Nase über vollen, geschwungenen Lippen in zartem Rosa. Ich kannte ihr Gesicht, alles, bis ins kleinste Detail, von Fotos, Videos, den Telefonaten, bei denen wir oft einfach nur geschwiegen hatten, bis sie hatte auflegen müssen. Aus den Nächten, die wir gemeinsam wach geblieben waren, weil wir nicht schlafen konnten. Ich kannte jede Träne, die aus ihren Augen geflossen war, jede Träne, die in ihren langen Wimpern hängen geblieben war, wenn sie wieder einmal schlecht geträumt hatte und von ihren Dämonen heimgesucht worden war. Ich kannte den Klang ihrer Stimme. Wenn sie glücklich war, wenn sie traurig war oder verzweifelt. Ihr Lachen war mir vertraut und drang tief in mein Innerstes, jedes Mal, wenn ich es vernahm. Trotzdem war mir all das neu, jetzt, wo sie neben mir saß. Und es war alles so echt, sie war hier, nach Jahren des Wartens. Hast du dich je gefragt, ob der Weg, den du eingeschlagen hast, auch wirklich der richtige ist? Ob du mit dem Leben, das du lebst, auch wirklich glücklich bist. Ich meine, sie verstummte. Erwartungsvoll sah ich sie an, doch sie beendete ihren Satz nicht. Sie schluckte nur. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Auch ich zog nun die Knie zu mir heran. Sie schüttelte den Kopf, ihre Arme überzog eine leichte Gänsehaut. Eine Sekunde lang zögerte ich. »Ist dir kalt?« Eilig streifte ich meine dünne Strickjacke ab und legte sie ihr um die schmalen Schultern, doch sie schwieg. Eine Träne bahnte sich ihren Weg über die leicht geröteten Wangen,
Ihre Lippen standen ein wenig offen. Mein Herzschlag beschleunigte sich, als sie sich langsam gegen mich sinken ließ. Die Sonne senkte sich langsam über das Meer und tauchte alles in ein rötlich-orangenes Licht. Heimlich vergrub sie ihr Gesicht in meiner Jacke und schloss die Augen. Sie dachte, ich merke es nicht, doch es war mir nicht entgangen. Mir wurde ganz heiß. Mein Herz schlug so hart gegen meine Rippen, dass ich dachte, sie müssten brechen. Ich erschauderte. »Jetzt frierst du aber«, wisperte sie plötzlich an meiner Schulter, doch ich schüttelte langsam den Kopf. »Nein, mir geht es gut.« Ich nahm einen tiefen Atemzug und begann mit der rechten Hand, die um ihre Schulter lag, mit einer Strähne ihres Haars zu spielen. Trotz der irren Locken, die sie sich nie glättete, fühlten sie sich weich an und rochen einfach unglaublich. Welches Shampoo sie wohl benutzte. Jetzt ist es schon 5 Jahre her, seit wir uns kennengelernt haben. Ist das nicht unglaublich? Die Sonne sank tiefer, schien im Meer zu versinken. Der Themenwechsel irritierte mich. Ich nickte leicht. Das war das Beste, was mir jemals passiert ist. Du bist das Beste. Sagte ich dir das schon? Ich schüttelte den Kopf, sah sie an, drückte sie sanft an mich. Eine Welle mir unbekannter Emotionen überflutete mich. Gefühle, die ich nicht kannte. Ich erzitterte und vergrub meine Nase in ihrem Haar. Das sehe ich genauso, gab ich zurück. Irgendwas in ihrer Stimme ließ mich aufhorchen. Ich bin unendlich froh, dich endlich bei mir zu haben, flüsterte ich in ihr Ohr. Ihre Lippen bewegten sich, sie schien etwas sagen zu wollen, doch sie blieb still. Eine weitere Träne floss ihr Gesicht hinab. Sanft nahm ich ihr Kinn und hob ihr Gesicht an, so dass sie mich ansehen musste. Was ist los? Habe ich etwas falsch gemacht? Plötzlich schluchzte sie laut auf. Du hast alles richtig gemacht. Gott, du hast absolut alles richtig gemacht. Sie lachte unter Tränen. Ich bin es, die einen Fehler gemacht hat. Und es tut mir so unendlich leid. Ich konnte es nicht ertragen, wenn sie weinte. Und urplötzlich war da etwas in mir, das leuchtete, mich von innen wärmte. Eine Art Zuneigung. Ich sprang auf. Lass uns schwimmen gehen. Schwimmen? Jetzt? Jetzt! Ich warf mein Kleid von mir. Oder traust du dich nicht? Ist dir das Wasser zu kalt? Und da war es, das Lächeln, das ich so sehr an ihr liebte. Das Lächeln, das mein Herz regelmäßig zum Schmelzen brachte. Mit Schwung warf sie meine Jacke zu Boden, zog sich das Kleid über den Kopf und lief mir hinterher. Mir stockte der Atem. Gott, war sie schön. So schön. Sie trug einen schwarzen, weit ausgeschnittenen Tankini, der ihre Kurven voll betonte. Was ist? Hat dir wohl die Sprache verschlagen? Kicherte sie und sprintete mit einem Satz ins kalte Wasser. Ich schüttelte den Kopf angesichts des schnellen Stimmungswechsels und sprang einfach hinterher. Heiliger, ist das kalt! Quiekte ich. »Du wolltest doch schwimmen, du Genie«, kicherte sie und ließ sich rücklings mit ausgebreiteten Armen in die Wellen fallen. Ich sah ihr nach, sah ihr Lachen, die Wassertropfen, die auf ihrer Haut funkelten. Ich watete durch das Wasser auf sie zu. Meine Zehen versanken im Schlamm. Ich kam kaum voran. Sie kniete sich in den Schlick und ich ließ mich ihr gegenüber nieder. »Du hast Salz in den Haaren«, und in den Wimpern und überall. Meine Hand begann wie von selbst erneut mit ihren Haaren zu spielen. Sie wurde still, sah mich einfach nur mit großen Augen an. Ihr Atem wurde lauter, tiefer. Ich konnte sehen, wie sie meine Lippen fixierte, ihre eigenen wieder leicht geöffnet. »Dreh dich um«,
Langsam, aber sichtbar widerwillig, drehte sie mir den Rücken zu. Ich löste das Haargummi und begann dann, ihre nassen Haare vorsichtig zu flechten. Jedes Mal, wenn meine Hände zufällig ihre Haut streiften, erschauerte sie und eine Gänsehaut überzog ihre Schultern. Wie gern hätte ich die weiche Stelle in ihrem Nacken geküsst. Ich erschrak über mich selbst, wickelte das Gummi um das Ende des Flechtwerks und ließ mich zurück ins Wasser gleiten. »Weißt du noch?« hörte ich sie sagen und musste mich anstrengen, sie über das Meeresrauschen verstehen zu können. »Weißt du noch, wie wir uns abends, wenn ich nicht schlafen konnte, die schönsten Orte ausgedacht haben?« Noch immer hatte sie sich nicht wieder zu mir herumgedreht. Ihre Hände trieben locker auf dem Wasser. Ohne meine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort. »Wir haben uns ausgemalt, wie unser Traumhaus aussehen würde. Oder wie groß unser Traumgarten sein würde, welche Blumen und Obstbäume darin wachsen würden, welche Haustiere wir haben. Oder eine Lagune mit vielen grünen tropischen Pflanzen, in der man schwimmen kann. Diese Orte, sie wären ohne dich nichts gewesen.« Ihre Stimme wurde leiser. »Und das hier, dieser Ort, er ist schöner als alles, was wir uns jemals ausgedacht haben. Und weißt du warum?« Nun hatte sie sich herumgedreht und war zu mir gekommen. Jetzt stand sie vor mir, sah mich an. Und ich sah sie an, sah das Verlangen in ihren Augen, diese unglaubliche Sehnsucht, die Hitze. Ihr Atem wurde wieder schwer, tief, langsam, passte sich meinem an. Nur noch wenige Zentimeter trennte uns voneinander. »Dieser Ort hier«, flüsterte sie heiser, bedeutungsschwer. »Er ist der Schönste, weil du hier bist.« Und dann war es vorbei mit der Beherrschung. All die Jahre unterdrückter Gefühle, Träume und Sehnsüchte, es drängte an die Oberfläche. Ehe ich realisierte, was hier gerade passierte, presste sie ihre Lippen auf meine. Sie schmeckte genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Süß. Süß wie Vollmilchschokolade, die ich an den Abenden in mich reingestopft hatte, als ich vor Sehnsucht nach ihr dachte, zu sterben. Das war »Geheime Gefühle« von Annabel Sali. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.